Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Beim letzten Mal haben wir das Kaskadenland abgeschlossen. Und darum würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Wüstenland. Und wir sehen uns gleich, wenn wir wieder da sind. Bis gleich! Hm? Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Hm, das machen wir. Gleich. So, ich finde, das sieht so schon bei Weitem besser aus. Möchtest du schon mit uns reden? Nein, ich möchte mal noch keinen Hinweis kaufen. Huch, sorry. Vielleicht finden wir das auch schon selbstständig heraus. Wir gehen erstmal dort hinten hin, machen den Quader kaputt. Da oben flog auch ein Vogel. Vielleicht ist da auch schon... Wow. Ein Mond drin versteckt. Mal gucken. Also vielleicht einer, den wir möglichst noch nicht haben. So, und bam. Ah, ich liebe das. Die Quader sind mega cool. Und jetzt nehmen wir mal eine gute Gelegenheit, um noch schnell mal einen Schluck Kaffee zu trinken. Wunderbar. Okay. Ah. Na dann zeig uns mal, wo sich die Monde jetzt verstecken. Die Karte wird jetzt gleich explodieren. Das sind ein paar. Direkt hinter mir ist einer. Angeblich. Oh, warte mal, ist das der Vogel? Es ist wirklich der Vogel. Wo ist er denn hin? Da ist er hin. Das heißt, ich würde mal sagen, ich warte mal genau an dieser Stelle, weil der wird ja nochmal einen Kreis fliegen. Und wir sehen uns wieder, wenn der Vogel zurückkommt. Ich verfolge den Vogel aber mal mit der Kamera mit, damit ich ihn nicht aus den Augen verlieren kann. Okay, wir machen das nicht, weil mir ist gerade aufgefallen, das ist gar nicht der Mond. Da unten ist der Mond. Die habe ich ja komplett ignoriert. So, dann gib mir mal eine Münze. Aha, das war schon mal die Niete. Dann gib du mir mal einen Mond. Aha, das ist schon besser. Hoppel die Hopp in der Wüste, das haben wir komplett vergessen. Oder nein, gar nicht wahr, das haben wir nicht komplett vergessen. Der kam jetzt dazu, aber ich habe den komplett vergessen, weil ich dachte halt, es wäre der Vogel. So, jetzt huschen wir mal ganz kurz. Ist das hier senkrecht über mir? Ja, da ist auf jeden Fall ein großer Schatten gewesen. Ich möchte mal ganz kurz... Ah, das sieht relativ wichtig aus. Das könnte eine Porträtkunst sein. Eine Hinweis... Nein, nicht eine Hinweiskunst. Wie heißt es gleich noch eins? Eine Reisekunst? Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Außer ein Bild, in das man quasi reinspringt und dann woanders rauskommt. Das sieht nämlich tatsächlich so aus. Und wenn ich das so richtig angucke... Haben wir den, wie es aussieht, auch schon. Ich kann Karten nicht lesen. Oh! Das habe ich natürlich gewusst. Ach, und da sind wir zu langsam dafür, glaube ich. Ich glaube, da brauchen wir Miauxi. Ja, da brauchen wir definitiv eine flotte Mieze. Wow, 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 wow. Okay, das hat funktioniert. Hei, hei, hei. Das ist mir fast schon zu wild. Okay, wir haben den Mond. Ein Glück. Noten Jakob, hopp hinab. Ja, das war wild. Und vor uns ist auch gleich was. Ich glaube, wir können gleich mal hier reinspringen. Das sieht recht vielversprechend aus. Mal gucken. Hier werden bestimmt wieder zwei Monde sein. Oh nein. Ich erinnere mich. Moment, wo war der erste? Der war da rechts irgendwo. Ich bin mir sicher. Ja, ja, ja. Hahaha. Oh. Das könnten am Ende mehrere Versuche werden. Da habe ich nämlich auch beim ersten Mal so mehrere Versuche gebraucht. Da ist der Schlüssel. Oh mein Gott. So, das war der erste Versuch. Das war der zweite Versuch. Oh mein Gott, dass ich das jetzt gerade noch geschafft habe, ist ja verrückt. Oh, please don't, please don't, please don't.
Wow. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Ah, dritter Versuch. Geschafft. Flitzen springen durch die Ruine. War total einfach. So, und das ist der zweite. Jetzt aber schnell. Ja, das war auch bei Weitem viel zu knapp. Wir gehen dann mal schnell raus. Uiuiui. Okay, hier hätten wir aber jetzt erstmal alles. Dann springe ich jetzt mal hier rüber. Weil ich glaube, ich weiß noch, was es hier zu machen gab. Ich kann mich natürlich irren, aber ich glaube, es hatte mit Lakito zu tun. Vielleicht. So, lass mich mal kurz überlegen. Es könnte zumindest von der Position passen. Und ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ihn auch schon. Und da ging das nicht. So, wir huschen mal schnell durch. Ja, ja. Und ich bin gespannt, ob es das war. Aber prinzipiell müssen wir hier eigentlich was? Toad ist schon hier. Moment. Oh nein, war das hier? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Müssen wir hier angeln? Sorry, Lucky Doom, Moment. Wir gehen mal ganz kurz nach hier oben. Da wollte ich eigentlich gar nicht runter. Vielleicht müssen wir gar nichts machen. Und der Mond ist einfach da, über der Palme. Wow, ist das langweilig gewesen. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal zwei. Das heißt, hier gibt es noch eine Röhre wahrscheinlich. Also so eine Mondblockröhre. Eine eckige. Vielleicht. Oh, Moment mal. Möchtest du einen bestimmten Anzug haben? Unsere Urlauber sind zurück. Hier in der Siedlung bei der Pyramide. Endlich ist wieder Leben in der Wüste. Nein, aber ihr seid es vielleicht. Wo mag er bloß sein? Was sucht ihr denn? Ich bin mit einem Freund auf der Reise, habe ihn aber aus den Augen verloren. Hitze ist nicht so sein Ding. Bestimmt versteckt er sich auf jemandes Kopf, um sich abzukühlen. Ah. Ich erinnere mich auch an euch. Moment, und wo war jetzt der andere? Ach da, da ist ja wirklich einer. Das habe ich gewusst. Dann ist der Hut bestimmt einer, der nicht durch diesen Mondquader gekommen ist jetzt. Und wir müssen halt mal gucken, wer ein Gesicht auf dem Rücken haben wird. Das sieht super schön aus. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich hatte so das dumpfe Gefühl. Ha, nein, dann müssen wir wohl unterwegs einen Mond finden. Da unten ist auch nochmal Weg. Ich habe so das Gefühl, da müssen wir hin. Wow. Okay. Ah, und da ist er auch. Wunderbar, das ist gut. Dann haben wir den ersten jetzt quasi schon mehr oder weniger geschenkt bekommen. Fährst du auch wieder hoch? Das wäre unglaublich gut. Ja, gut. Schön. So, Sprung auf die unsichtbare Plattform. Das war auch schon relativ gewagt, muss ich sagen. Das ist ja nicht so cool. Aber das ist auch noch relativ gut machbar. Und gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt am Anfang angenommen habe. Wow! Aber jetzt vielleicht! Okay. Und da hinten ist es vorbei. Sehr gut. Ende der durchsichtigen Plattform. Na, ein Glück. Dann gehen wir jetzt gleich wieder ganz schnell nach draußen. Huiuiui. Das war schwierig. Okay, so, und jetzt gehen wir mal. Da ist auf jeden Fall der Koopa-Pfeilelauf. Achso, Moment, da ist der Koopa-Pfeilelauf. Ich dachte jetzt gerade, da wäre das Koopa-Rennen, aber hat er vielleicht jetzt eine neue Aufgabe für uns? Das möchte ich mir mal kurz geben. So, Tachchen, na, hast du einen neuen Mond für uns? Hey Kumpel, Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden die meisten ja ganz schön, bla bla bla, ja. Du bist zum Glück, zurück zum Glück. Quatsch, gar nicht wahr. Glück hast du auch noch. Ich habe nämlich einen neuen Preis zu vergeben, so. Ja, dann möchte ich das mal probieren. Was für eine Form müssen wir denn laufen? Einfach nur einen Kreis nochmal? Okay.
Ach ja, mindestens 90 Punkte. Vielleicht ist das jetzt hier das Special. Das war, glaube ich, etwas zu eng. Ah. Ich darf nicht durch den Busch laufen. Okay, das... Ich habe es trotzdem geschafft. What? Das war so schlecht. Okay, na, dann gib mir den Mund eben. Wenn dir das schon reicht, da sage ich nicht nein. Wüstenwanderung. Vielen Dank dafür. Tja, Koopa. Okay. Vielleicht solltest du die Messlatte noch etwas höher machen. Ich möchte auf diese kleine Insel... Da ist nämlich auch... Ah, der ist einfach gleich so dort. Das ist ja... Wow. Lame fast schon. Mhm, danke. Insel im Giftsumpf. Perfekt. So, und dann gehe ich gleich mal bis nach da hinten. Sorry. Ah, ist das da oben? Wenn das da oben ist, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Kugelwilli. Okay. Dann möchte ich mal... Wow. Erstmal nach da hinten. Weil da oben müsste es eigentlich welche geben. Und da kommen wir halt problemlos hoch. Gut. Jupp, 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 jupp. So, wunderbar. Ich glaube, ich möchte... dich von hier über... Wow, übernehmen. In der Hoffnung, das reicht jetzt und der zerplatzt mir nicht vorher. Hm. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke mal kurz was aus. Bis gleich. Ach. Ja, man kann sich ja beschleunigen. Das habe ich komplett vergessen. Gut, somit war der Mond natürlich relativ einfach. Auf der östlichen Säule. Sehr gut, den hätten wir jetzt also auch. Dann haben wir hier unten ja jetzt erstmal alles. Dann gehe ich nach hier oben. Oh, da ist das Koopa-Rennen. Ich habe es genau gesehen. Das machen wir dann auch gleich als nächstes. Zweimal natürlich, aber diesmal gucken wir vorher, ob wir wirklich auch einen Mund bekommen beim zweiten Mal. Ich glaube aber, das müsste so sein. So, was möchtest du mir denn sagen? So, wir sind die Landessprinter. Ich möchte gegen euch antreten. Danke. So, Lichtsäule. Du befindest dich und wir sind bestimmt auf dem Dach. Oh, es ist Nacht. Oh, wie schön. Es ist im Dorf. Das ist ein ganz schönes Stück. Ich frage mich. Ich möchte nicht schütteln. Aber so müssten wir doch eigentlich bis nach hinten kommen, oder? Und ich denke sogar, wir sind mit der Leiste schneller als mit, ich habe vergessen, wie der Fliegosaurus hieß. Aber auf jeden Fall sind wir, glaube ich, so schneller. Ja, das war relativ schnell. Wir werden sogar mit Marajas bejubelt, das ist schön. So, dann bin ich mal gespannt. Bla bla bla, das war sehr schnell. Ein Mond, danke sehr. So, Standardrennen. Dann möchte ich jetzt bitte nochmal gleich das Expertenrennen hinten ranhängen. Bekommen wir jetzt ein neuer Läufer. Ja, das klingt gut. Dann bin ich jetzt dabei, ja. Ob die ganzen Sachen jetzt genauso sind? Ich bin mir ziemlich sicher, die Route, die wir jetzt hatten, ist die schnellste. So, relativ. Okay. Dann möchte ich mich mal nach oben schießen. Wir machen das gleiche nochmal. Vielleicht sind wir ja sogar ein kleines bisschen schneller. Wobei ich das nicht glaube, aber... Ja. Okay, so. Jetzt bin ich aber wirklich nochmal ein kleines bisschen schneller gewesen mit meiner Rolle. Aber wir sind bei Weitem mit riesigem Abstand Erster. Das war sogar noch eine Sekunde schneller. Ein kleines bisschen mehr sogar. Wow. Gut, danke. Ach, da ist er. Wow, der ist doch recht schnell gewesen. Der hat bestimmt Miauxi genommen. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ja, ein Mund für uns. Wunderbar. Danke. So, Expertenrennen geschafft. Dann gehe ich gleich mal auf die Rückseite. Da scheint ja auch noch was zu sein.
Jo, was hast du denn? Möchtest du jemand bestimmten sehen? Oh, wer hat bloß diese Post aufgehängt? Sie verschandeln total die Umgebung. Das ist zwar gemein, aber es stimmt. Und keine Ahnung, wer die aufgehangen hat. Ich habe gehört, die Hochzeit ist sowieso geplatzt. Hm. Moment, das machen wir nochmal. Ich wollte das nicht so. Na gut, dann machen wir erstmal eben die hier. Gut. Gut. Es ist ja fast schon irgendwie gemein, muss ich sagen. Hat irgendjemand, wer auch immer, hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, diese wunderbaren Poster aufzuhängen. Wir machen das einfach alles kaputt. Wir wertschätzen quasi die fremde Arbeit gar nicht. Ich nehme das mal kurz mit. Ja, und dann werde ich mich mit einem Dreifachsprung wahrscheinlich da hochbegeben. Das ist bestimmt am idealsten. So, war das alles? Ja, wunderbar. Cool. Ja. Gern geschehen. Runter mit den Postern. Und dann haben wir hier hinten auch gleich nochmal was. Da brauchen wir aber bestimmt... Brauchen wir da... Oh, da brauchen wir Goombas. Moment, dann möchte ich mal ganz kurz wieder... Oh, das ist ein langer Weg. Mit einem Goomba von da bis nach hinten. Oh, das wird lange dauern. Ich glaube, da werde ich einen Speed-Up draus machen. So, du bist der Glückliche. Du kriegst gleich eine Freundin. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hui. Das war ein ganz schön weiter Weg für unglaublich kurze Füße. Also Beine, meine ich natürlich. Danke. Ich möchte nicht auf ihn drauffallen. Oh, das tut mir furchtbar leid. Okay, gut. Dann hätten wir jetzt hier hinten den nächsten, wie es aussieht. Ha, könnte der hier oben sein? Nein, anscheinend nicht. Moment. Ah, bist du das etwa? Das sieht so aus, als bräuchten wir Miauxi, um dich wegzukicken. Ich bin gleich wieder da. Ja, sehr gut. Oh, Moment mal, das war der gar nicht. Oder war das ja doch? Hä? Der sah so transparent aus. Er ist doch transparent. Wait, was? Aber hier war doch gerade noch ein X. Oh, aber hier ist ein X. Moment, wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Wir brauchten Miauxi vielleicht gar nicht. Oh, da hinten. Das ist aber ein weiter Weg. Aber ich weiß, wie ich hinkomme. Ich muss nur ganz kurz... Wo ist der Turm gewesen? Hm, runder Turm. Das klingt ganz gut. Ich muss nur ganz kurz zu unserem Flugsaurus. Und damit sollten wir eigentlich super locker dorthin kommen. Oh, und da hinten ist gleich noch mehr. So, war das jetzt genau da in der Sichtlinie? Ja. Genau, wenn wir jetzt nämlich die ganze Zeit schütteln, dann verlieren wir kaum was an Höhe und damit kommen wir eigentlich super locker dahin. Ich hör mal kurz auf mit Schütteln. Mhm. Supi. Danke, auf der nördlichen Seite. Okay, und dann würde ich sagen, schnipse ich mich gleich wieder zurück und dann holen wir uns hier links die ganzen Munde, ne? Bis gleich. Haha, und zwischen dem ich springe weg und ich lande auf der Fahne sind übrigens gefühlt 5 Tage vergangen. Darum hoffe ich mal, habe ich jetzt nicht vergessen, was ich machen wollte, aber ich weiß, dass da hinten noch ein Mond war. Und den möchte ich mir jetzt schnappen. Gleich als allererstes. Ich glaube, ich kann da einfach so hinspringen, oder? Ich glaube fast, da gibt es nichts, was mir böse im Weg stehen kann. Okay, na versuchen wir uns den mal zu schnappen. Wenn das nicht klappen sollte, holen wir uns eben den anderen. Und ich glaube, ich kann das sogar auf eine Reihe bringen. Oh, das ist gut. Na gut, dann. Perfekt. Ha, am Himmel über der Schlucht. So, senkrecht bitte runter. Danke. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal einer. Die Frage ist, ob ich schneller bin mit einfach hinfliegen. Was ist da oben? Oh, ist da ein Splitter oder sind das nur Münzen? Es könnten auch nur Münzen sein. Oh wow, es sind nur Münzen, das ist enttäuschend. Okay, gut. Dann...
weiß ich noch nicht so ganz, wo ich jetzt hingehe, aber ich versuche einfach mal zu der Stelle zu gehen, die auf der Karte markiert war. Da zum Beispiel könnte was sein. So. Bist du neu? Ich glaube fast nicht. Du bist neu. Oh. Ah. Da war das Problem. Moment mal. Das ist gar nicht special. Dann kann ich auch rübergehen. Wartet mal, ist das hier oben? Ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns hier oben. So, jetzt sind wir oben. Ich habe das Gefühl, ich muss nur stampfen. Okay, das ist auch relativ langweilig gewesen. Der unsichtbare Schimmer. Danke, dass das auf der Karte verzeichnet war. Da oben sind noch zwei. Das heißt, das ist bestimmt eine Röhre. Warum mache ich das jetzt mal noch nicht? Erstmal gucken, was hier in der Nähe gleich ist. Weil hier sind auch zwei. Aber halt nicht am selben Fleck. Wartet mal, ist das der, der ich jetzt denke? Aber das haben wir doch schon längst, oder? Naja, mach dich mal nach unten. Ne, den haben wir schon. Okay, das habe ich mir aber schon gedacht, dass wir den hatten. Es könnte aber auch... hier sein. Moment. So, wie sieht das jetzt aus? Das ist es auch nicht. Moment. Jetzt muss ich das von etwas weiter weg bitte kurz anschauen. Oh, da ist ein Notenschlüssel. Okay, ich schieße mich mal nochmal nach oben. Bis gleich. Sehr gut. Dann machen wir das gleich mal ganz oldschool. Huch, das wäre... Wow, das wäre fast schief gegangen. Zweimal. Der Notenschlüssel war hier. Na, ich möchte das... Oh. Alles sammeln. Das habe ich gut gemacht. Okay. Aber das war relativ einfach machbar. Jetzt haben wir wenigstens unseren Mond. Und obendrein werden wir auch gleich nochmal geheilt. Danke. Jo. Wenn ich jetzt überlege... Du bist außerhalb. Das heißt, wir können jetzt definitiv nach draußen. So bin ich ja noch nie aus einer Wand gerutscht. Okay. Und dann schaue ich mal, wo... Ja, wo wagst du sein? Ich nehme erstmal gleich dich. Oh. Ach nein, das war er gar nicht. Okay. Moment, wir gehen erstmal kurz hier hin. Oh, das ist ganz falsch. Oh, du bist da. Ebenfalls relativ unspektakulär. Wow. Hinein in den Treibsand, ja. Der dir übrigens gar nichts tut. Du kannst da normal drauf stehen. Weil du sowieso immer läufst und zappelst. Das ist voll cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir hier sind. Bis gleich. Und das sieht ziemlich gut aus. Okay, da ist unsere Röhre. Dann bin ich mal gespannt. Ach, ich mag den Klang von denen. Das mag ich sehr. Was es hier gibt. Okay, wir holen uns erstmal den. Ich habe irgend so ein Déjà-vu gerade. Ich glaube, ich weiß noch, dass ich hier den auch beim ersten Mal vergessen habe. Ja. Erstmal. Oh, da muss ich zweimal. Okay. Okay. Hui. Ei. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass da kein Wasser ist. Bin gleich wieder da. So, aber mit dem Wissen, dass da kein Wasser ist, machen wir das jetzt nochmal ordentlich. Ah. Schon besser. Ich glaube, das ist unser geheimer erster Mond. Eisiger Wasserlauf, geheimer Raum. Ja, das klingt sehr optional. Jo. Huch. Gucken. Ach, man kommt doch relativ weit damit. Das hätte ich gar nicht gedacht. Oh. I'm sorry. Ah. Hier ist das natürlich wieder relativ einfach gemacht. Wow. Ach so, und da wir ja schon den optionalen Raum haben, muss ich mich gar nicht mehr so unglaublich gut umgucken, ob wir wirklich alles gesammelt haben, weil es gibt quasi nichts mehr. Gut. Wunderbar. So, der offizielle Mond. Durch den eisigen Wasserlauf. Gut. Und rein.
Und damit müssten wir jetzt eigentlich alle gesammelt haben. Ich schaue mich nochmal auf der Karte um, weil man weiß ja nie. So. Doch, das sieht ganz gut aus. Dann husche ich mal schnell zu dieser Fahne. Und wir fragen mal den kleinen Toad am Roboter. Ich hätte eigentlich auch zur Odyssee gehen können. Ich glaube, die ist ein bisschen näher. Wir fragen ihn trotzdem. So. Ah ja, stimmt. Moment, hier gibt es ja auch noch einen mit, wo mag er bloß sein. Den sollten wir auch noch suchen. Ich begebe mich mal auf die Spur. Ich sage euch Bescheid, wenn wir ihn haben. Ich glaube, der war aber hier relativ nah, oder? Ah, hier ist er ja. Was, du hast mich gefunden? Wie nur, mein Versteck war perfekt. Nimm dies, aber dafür verrätst du mich nicht, ja? Hutversteckspiel in den Dünen. Können wir denen jetzt eigentlich noch was sagen? Das wäre ganz interessant. Ich habe ihn gefunden. Nein, wir können es ihnen nicht sagen. Okay. Dann eben nicht. So, jetzt könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es noch ein paar Glücksspiele gibt, die neu sind. Ja, ich möchte bitte Hinweise kaufen. Hui, das sind noch ein paar mehr. Aber wir hatten ein paar Monde hier bei den Gebäuden. Darum werde ich gleich mal schauen, ob das nicht so Gewinnspiele waren. So, einer war hier hinten irgendwo. Ah, Hinweiskunst. Neue Hinweiskunst. Ah, da kümmern wir uns später drum. Das habe ich ja ganz vergessen. Gut, das war das X hier, hier unten. Wow, da muss ich erstmal kurz ranzoomen. Auf der anderen Seite war allerdings auch was. Okay. Ich möchte da nicht hoch. Ich wollte da nicht lang. Okay, das wird wohl hier sein. Dann gibt es hier bestimmt auch noch einen neuen Preis, oder? Was sagst denn du so? Spiel noch ein Spiel. Okay, gut. Das macht zumindest für einen Spielversuch. Leider haben wir keine Monde zu gewinnen. Gut, dass ich das vorher gelesen habe. Nee, da möchte ich hier kurz nicht rein. Ist da vielleicht eine Rakete auf dem Dach? Wir schauen uns das mal an. Ah, da ist ja tatsächlich eine Rakete auf dem Dach. Das habe ich jetzt nur als Gag gesagt eigentlich, aber ganz offensichtlich. Hoffentlich ist das auch die richtige. Ich weiß nicht. Mir scheint, es gäbe jetzt hier nichts weiter für uns zu tun. Wir waren hier schon mal. Und zurück. Moment. Wo muss ich denn da hin? Ah, ich meine, okay, es war von der Position wahrscheinlich auch eher hier. Oh, da ist ein Toad. Tach, was möchtest du denn für ein Lied hören? Hey du! Ich bin mal hier, mal dort auf Reise und auf der Suche nach allen Arten von Musik. Vielleicht kannst du mir helfen, ich suche Musik, die zu einem bestimmten Thema passt. Das Thema heißt, Moment, Erinnerung an harte Kämpfe. Wenn du das haben solltest, würde ich es gerne mal anhören. Da brauche ich einen Boss, das wäre mega cool. Hätte ich jetzt zumindest gesagt. Nee. Oh, Moment, das sind eigentlich alles harte Kämpfe. Ah, die sind alle cool. Ah, ja, das ist sie. Ich glaube, ich könnte jede Kampfmusik nehmen. Das ist die Musik, die ich hören wollte. Danke, hier für dich. Jam-Session im Wüstenland. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Du kannst jederzeit eine Übersicht der Musik anzeigen lassen. Ich glaube, das hatten wir schon mal vorgelesen. Darum haben wir jetzt diese übelst epische Musik. Und ich würde mich zum Flugtypen geben. Ich habe vergessen, wie er hieß. Er hieß nicht Flygon. Das war der englische Name von Libeldra, glaube ich. Aber ich habe ihn trotzdem stärker im Kopf. Vielleicht ist er doch so. Vielleicht haben sie den Namen einfach recycelt. Ich glaube zwar nicht, aber... dann möchte ich hier nach unten. Steht da wer? Oder ist das hier oben? Kann natürlich doch sein, dass es da oben ist. Und wir gehen mal... Ah, Moment, ist das hier drin? Ja. Na dann gehen wir da gleich hinterher. Ah, da war also die Zone, ab der das Spiel lädt. Mein tiefster Untergrund. Was habe ich vergessen? Schnipp mich mal kurz zurück. Ich weiß, dass jetzt hier der Ring ist. Das ist ziemlich cool. Ah, und anscheinend ist hier auch jetzt was drin. Moment, ich möchte mich geschickt draufspringen lassen. Ah. Okay, sehr gut.
Ja, der geklaute Ring ist jetzt auf jeden Fall wieder an Ort und Stelle. Das ist wunderschön. Der Ring der Einheit ist zurück. Jetzt gehe ich nochmal dahin, weil anscheinend ist das oben... Oh, ich entsinne mich ganz, ganz düster, was da war. Moment. Ja, doch, nee, ich muss so da hoch. War das hier? Oh, es ist Peach. Ganz anders. Okay, alles schön. Unglaublich, dass dieses riesige Steinding schweben kann. Die Welt ist wirklich voller Wunder. Warum schwebt sie? Warum steht sie Kopf? Wie mysteriös. Ich habe sogar einen Mond im Sand gefunden. Gib gut auf ihn Acht. Wie auch immer du ihn gefunden hast, aber ich bin zufrieden. Okay, Peach im Wüstenland. Wunderbar. Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Blumen denken. Dahin möchte ich gerne nochmal. Ja, das ist okay. Das müssten jetzt alles sein, bis auf die Hinweiskunst. Und darum würde ich jetzt erstmal zur Odyssee gehen. Und obwohl, wir könnten uns auch drum rumtricksen. Wir sehen uns in Bowsers Land wieder. Bis gleich. Oh. Wo kommen die denn alle her? Oder sind das jetzt die von gerade eben? Und kann ich die jetzt überall abgeben? Ich bin stark irritiert, weil hier habe ich nicht so viele Munde eingesammelt. Und eigentlich wollte ich mich doch drum rumtricksen. Okay, ja, ich möchte in ein anderes Land. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in Bowsers Land. Blub. Der Mondquader, den ich voll gut von hier aus gesehen habe, leuchtet ebenfalls. Sieht man den wirklich von hier? Sieht man diese Lichtsäule? Ich glaube fast nicht. Nö, sieht man auch nicht. Okay, wir wuseln auf jeden Fall mal nach da. In 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist nämlich der Hinweiskunstmond versteckt. So, mit Wüstenlandkunst gefunden. Jetzt würde ich mich aber, bevor ich hier irgendwas mache, wieder zurück zur Odyssee schießen. Tja, und kann den Mond gleich abgeben. Hier war allerdings gerade auch noch ein X auf der Karte. Habe ich das beim letzten Mal vergessen? Normalerweise steht da doch sonst nichts. Einfach so. Moment mal. Nee, da war nur eine Münze. Da war gar nichts. Und ich denke nicht, dass ich in den Auspuff muss. Oh! Es ist tatsächlich einfach so random an dem Geländerstück. Ich glaube, das war ein Mond, den wir vergessen haben. Auf dem Metallzaun. Das ist egal, den nehmen wir jetzt einfach so mit. Und tatsächlich, wir geben zwei ab. Wobei, nein, war das so? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann möchte ich jetzt aber trotzdem erstmal in die Odyssee gehen. In die Odyssee gehen. Ja, in ein anderes Land bitte. Und einfach nur mal kurz Statistik halber nachschauen, ob wir jetzt das Wüstenland komplett haben. Das ging mit Y. Da fehlt noch einer. Den möchte ich mir noch holen. So, wobei ich gar nicht genau weiß, wo. Sagt der Tortis, er hat alles? Ja, dann fehlt bestimmt noch eine Hinweiskunst irgendwo, die wir vielleicht in einem anderen Land finden. Okay, nee, dann habe ich das hier jetzt auch alles abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich mal hier hin, damit wir Musik haben. Aha. Und ich würde sagen, jetzt aber wirklich, beim nächsten Mal gehen wir, ich glaube, es ist das Blumenland, weil Peach gesagt hat, sie will dahin, darum machen wir das einfach mal so. Also hier der Forst, vergessen wie er hieß. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und vielleicht mit euren Freunden teilen. Ein ganz großes Dankeschön an meine drei Patreons, die mich und diesen Kanal finanziell unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye!